Leute, hier ist wieder Rankabatch und Bergtons und jetzt mit einem neuen Update. Und ja, ich war jetzt heute wieder fleißig am Sortieren und hab mir jetzt mal gedacht, zeige ich euch einfach mal, wie weit ich bin. Also, der größte Teil von den Steinen, der ist geschafft. Das ist jetzt alles hier auch schon drinne. Gras, graue Steine, ja, die Bergsteine. Also, das ist soweit schon fertig. Und ja, jetzt habe ich hier noch dann eine Box gefunden mit lauter Kleinteilen, was ziemlich lästig ist. Also die Box, da war es drinne, da waren diese ganzen kleinen Teile drinne und die habe ich durch Zufall gefunden. Und da habe ich erstmal so gedacht, hey, wo kommen denn diese Teile her? Und ja, irgendwann haben wir die wahrscheinlich mal so im Kurmel irgendwo reingetan und jetzt habe ich sie wieder gefunden, was natürlich nicht schlecht ist, weil ja, da auch relativ viele Wasserteilchen bei sind, was uns natürlich auch helfen kann. Beziehungsweise helfen wird. Und ja, mehr Steine sind immer besser. Deshalb sortiere ich das dann auch gerade ein. Aber es ist schon ziemlich lästig. Also ich habe schon hier teilweise auch Sachen schon eingeräumt. Also es war schon echt ein richtig fetter Haufen. Nur mit so Kleinteilen. Und ja, das war schon echt lästig. Ja, dann muss ich halt das noch machen. Danach da hinten die Figuren. Da sind die zwei kleinen Boxen. Dann da noch die zwei Kisten. Und da sind auch noch Steine drin, die muss ich auch noch daraus sortieren. Also ihr seht, hier war einiges unordentlich. Und ja, dann hier noch halt diese Kiste. Da sind auch noch ein paar Steine drin. Das ist auch noch das Separatist Shuttle, was wir ja mal umgebaut haben für unsere Zitadellenreihe. Allerdings, ja, habe ich so verunstaltet. Also was heißt verunstaltet? Ich wollte es dann wieder umbauen und habe das dann irgendwie sein gelassen. Und jetzt habe ich gar keinen Plan, was ich da gemacht habe. Und, also wir hatten es ja in eine längere Version umgewandelt, was eigentlich auch gar nicht so schlecht aussah, also, ja. Und von daher muss ich dann mal jetzt gucken, wie ich das wieder aufbaue, weil es ja doch im Prinzip auch ein sehr cooles Teil ist. Und dann, das war eine ganz dicke Überraschung, also wir haben da unten ja ein paar Kartons, so. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Set gefunden, was ich nicht komplett aufgebaut habe. Also, das, in diesem Set... Mit diesem Set habe ich besser gesagt, habe ich angefangen und ich habe es nicht zu Ende aufgebaut. Seht ihr also, hier ist noch eine Tüte drin und ja, da. Also das hat mich wirklich überrascht. Das muss ich dann auch noch irgendwann aufbauen. Und ja, also wie gesagt, das war wirklich eine richtig große Überraschung. Weil ich einfach diese Kartons da mal kurz rausnehmen musste, weil dahinter was lag. Da lag noch so eine Box, Pick a Brick, mit so Figuren. Und dann habe ich gesehen, dass das klackert da so rum, so als wären da Steine drin. Dann habe ich da reingeguckt, dann waren da wirklich noch Teile drin und das war nicht zu Ende gebaut. Also ja, das hat mich jetzt wirklich geflasht, überrascht. Und ja, da habe ich auch schon eine Idee, das kann ich euch auch nochmal eben kurz sagen, für einen Mock, also ja... Für ein neues Mock, ein kleineres Mock. Da wird keine Basis sein, aber ich wollte mal so ein, ja, so ein quasi so ein Landschaftsmock, so ein, ja, halt ein ATTE, der halt auf sechs grünen Platten halt durch quasi so eine Landschaft läuft und an der Seite halt so ein Felsen und dann noch so ein kleiner Fluss. Und ja, das hatte ich jetzt einfach mal so grob als Idee und daher. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das so dann umsetze, ob das auch geht halt. Wie gesagt, mit dem Berg, das ist natürlich auch nicht so leicht, daher muss man dann nochmal gucken, wie wir das dann machen. Und ja, aber es war jetzt einfach mal so eine Idee, da wollte ich euch mal dran teilhaben. Ihr könnt ja auch mal gern schreiben, was ihr davon haltet oder ob ihr irgendwelche anderen Ideen hättet. Könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Und ja, das war's dann auch fürs erste Mal wieder. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Haut rein, ciao.